Na. Alter. Ach, das hat geknackt. Hm. Ich hab wieder den Block gebaut. Sehr schön, wie es fließt. Dann das Titanium. Wäre aber auch gleich da. Hoppla. So viel Titanium. Eigentlich hätten wir da oben auch nur Rohr braucht, gar keine Storage Hoppern. An der Decke, wo die Erze raufkommen. Stimmt, ja. Na gut, wir haben ja gesagt, wir tauschen dann einmal dazwischen das eigentlich aus durch Storage Hub, oder? Würden wir das nicht machen? Wo? Ich hab jetzt na, da in diesen Wegen. Dass da wieder praktisch Erze sich auffüllen. Achso, jedes zweite mit einem Storage Hub. Ja, oder? Na. Ich glaube, das Lager ist unten groß genug, dass wir das. Okay. Lassen wir es da einfach mit Rohr. Ja, ich würde das einfach so lassen. Okay. Wollen wir mal probieren, was passiert, wenn ich einen Storage Hopper da hinsetze. Sitzt der Ver- ah ja, da sitzt Kopfhörer. Cool. Yes. Sehr schön. So, und so werken wir jedes Mal vor uns hin. Schau mal, Crafting Table funktioniert noch, ja? Sehr gut. So. Das heißt, unsere nächste. Nächster Zeitvertreib wird sein Lager und Rohr verlegen. Ja. Einfach nur. Ja, und vor allem jetzt die Rohre halt runterziehen in den jeweiligen Bereich, wo das Erz ja dann immer vorkommt. Ja. Okay. Und dazu brauche ich jede Menge. Ich bin schon dabei, das Ganze schön zu Rohre. Und ich werde die Lager reinigen von den Erzen und dann schön aufbauen. Ja, das werden wir vielleicht wieder in einem Zeitraffer zum Teil machen, oder? So, ich habe jetzt für Lithium auch schon in den Weg gelegt. Cool. Dann machen wir das da für Gold auch. Das Ding frisst ja die Bahn. Wow. Geht nur so dahin. So. Dann. Ja? Was ist mit Eisen?
Warum kommt da nichts mehr? Hallo? Oder schaut's nur so aus? Da steht's. Ich glaube, das sind... Ich sehe es immer wieder. Diese Körnösen. Da stehen ein paar Blöcke. Ich schau mal zu dem Smelter. Jetzt schau mal da rein. Es ist... Und schau mal da rein. Der ist wirklich leer. Der Hopper. Da tut sich nichts. Okay. Ich schau mal in die nächste Etage. Das wäre dann Rohr Nummer 3, ne? Mhm. Okay, Rohr Nummer 3 ist hier leer. Nächste Etage. So, die sind einmal angehängt, die schon aufgebaut sind, die Trichter. Schauen wir mal da runter. Nichts als Probleme, Probleme, Probleme. Kupfer. Kohle, Zinn, Kupfer, Eisen müsste da sein. Da kommt nichts rauf. Es kommt nichts mehr rauf. Das ist aber vorher noch schön geflossen. Ist es wieder leer? Kann natürlich sein, dass der alles abgebaut hat. Ich schau mal. Ich fahr da mal runter. Okay. Mit dem habe ich deshalb nicht gerechnet, dass das so schnell leer ist, wegen weil ich das zweite Arm sogar noch angehängt habe. Und das hat nicht so klein ausgeschaut. Was ist da los? Ich schaue jetzt noch beim Lager, ob da irgendwo was gepuffert ist oder Rohre falsch laufen. Aber es ist alles. Da ist auch leer. Empty. Da ist auch leer. Ja, komplett. Kacke. Ist da komplett leer. Jetzt kann natürlich sein, dass ich da beim. Ei, ich habe das zweite. Genau. Oder fehlt dir? Nein, ich habe ja da aufgebrochen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass oben nicht angeschlossen wird. Dann haben wir gesagt, das wird ja da jetzt nicht leer. Und dann bin ich raufgelaufen. Es ist ja da nichts fertig aufgebaut. Nee, das war's. Okay. Ja, wie machen wir es schnell auf die Schnelle einen. Ich kontrolliere mal meinen Kopf. Einen Bohrkopf, einen Drillmotor rein. Jetzt sehen wir nämlich gleich, ob das funktioniert, wie wir das vorstellen. Ob das so funktioniert. Dann stellen wir da den Storage Hopper drauf. Und dann bauen wir hier. Ich hab auch ein paar Rohre vergessen. Jo. Genau. Da kann man natürlich lang bauen. So. Jawohl, jetzt läuft wieder alles. Gleich kommt's. Genau, wie haben wir da aufgebrochen vorhin. So, und das schließen wir auch wieder an. Zwei Eisenerzadern hängen jetzt dran. Sehr gut. Jawohl, da kommt es. Es fließt. Super.
paar Minuten noch, dann haben wir eine zweite Doppelfolge. Cool. Sehr cool. So, bis dahin habe ich meine Brücke gebaut. Wo sind sie, die Rohre? Da sind die Rohre. Gut. Und wird das da was? Oder eher nicht? Ah, das steht da. Ah, das. Das ist natürlich klar, aber jetzt. Ich habe da noch nie meine die ganzen Erze könnte ich die auch schon lange mal ausräumen können. Fahren wir mal raus. Gut, was ist das für ein Lager? Das ist das Kupferlager. Das werden wir natürlich erweitern. Ein paar Rohre habe ich noch, fast. Und ein paar Hopper habe ich auch noch. Weil es ist Puffer genug. So, Zinn. Ja. Zinn. Da ist was anderes gescheiter. Nämlich, wenn ich das... Jetzt tun wir gleich da hier verbinden. So. Und dann mit dem bisschen cooler. Rohre legen. Dann füllt sich das Lager schneller. Und es wird auch ein Ufer abgebaut. So ist nicht schon eins. So, und die Rohre sind aus. Yippie! Gut, also, harten Maschinenblock sind genug da. Schön. Ich nehme mal raus, damit die weiter. Ja. Du brauchst ja, glaube ich, eh wieder Rohre, ne? Mhm. Nimmst das du mal. Ja. So. Wir werden da jetzt gleich mal für Zinn den Transportweg aufbauen. Und ich werde... Stimmt das? Lager bauen. Na, dort. Okay. Das wird dann der Engpass. Ah, da ist ja nur eins drin. Macht ja nichts. Warum geht da jetzt nichts rein? Wo ist der Hundianer begraben? Ja.
ja klar. So, aber jetzt. Schauen wir mal. Gleich müsste es kommen. Ja. Und da wird es schon mehr. Gut. Das heißt, wir werden hier das Lager verlängern. Zumindest bis hierher. Im Zinnlager auf, da bis in Süden. Ah, da kann ich ja helfen. Ich bin beim Kupfer 1 drunter. Achso, du von unten rauf, oder wie? Ja, das im Süden angeschlossen ist. Ja. Okay, dann muss ich nämlich hier unten das Rohr anders legen. Ja, das würde erst nächstes machen. Also ich würde es als erstes einmal jetzt parallel Richtung Süden rennen lassen, dann kappe das bisherige. Okay. Es dauert ja ein Rand, bis er diese Riesenstraße da jetzt voll kriegt mit den Storage Hopper. Das Ganze. Nein. Da arbeitet er wenig. Das passt schon. So, da wäre es jetzt angehängt. Jetzt schauen wir mal nach unten. Dann ist tiefer, dann machen wir gleich da durch den Schacht. Ups, runter. Da könnte ich eigentlich das Kupfer gleich, wenn das Zinn weg ist, bis nach hinten ziehen. Wo kommt denn das Kupfer? Da ist das vorher schon da gewesen? Nein. Ich habe da 3 Kupferdings angehängt. Verschwungen. Ah, okay. Aber wenn das Zinn weg ist, könnte das bis hinten ziehen und dann dort reinlaufen lassen. Das ist... Ja. Das wäre cool, ja. Ja. Das mache ich dann als nächstes. Ich habe da schon 2 Rohre verlegt, weil sonst blockieren sich die Förderer. Bei so viel Kupfer. Weißt? Ja, das ist eine Zeitfrage, bis er halt abgebaut hat. Ne? Mhm. Ja, aber ich mit meiner Ungeduld. Kann es ja gar nicht schnell genug gehen. So. Weil ich habe hier vorne auch nur 10. Das kannst du dann auch gleich an dem Rohr da anhängen, was er da gerade Richtung Süden. Sehr schön. Wo zieht er denn hin? Ah, okay.
Kraft, das geht so, wie das da ist. Das du jetzt nicht vermischen. So, sollte gehen, ja? Ich sehe jetzt gerade keinen logischen Fehler. Aber eigentlich sind wir beide ungeschickt. Wir könnten es oder eins von beiden an der Decke verlegen. Ja, das würde ich mal spüren. Okay. Ich hab dann